Das Befolgen zum Beispiel ukrainischer Soldaten auszubilden, ist an sich eine Straftat? Wieso nicht? Es ist eine Bestraftat im Sinne, dass Deutschland keinen Angriffskrieg, also BRD keinen Angriffskrieg führen darf. Und das ist ja eine Aktivität. Wer hat denn angegriffen? Die Russen haben die Ukraine angegriffen und nicht die Ukraine die Russen. Also Ruhe. Ja. Ah ja, hat er schön gelernt. Finde ich gut. Einmal einen Applaus für ihn, das hat er gut gelernt. Ja, er ist gut. Er ist einfach nur klasse. Er ist einfach klasse. Lass ihn. So. Auf meine Umwelt. Weißt du, ich bin wie eine Koralle. Ich reagiere einfach so. Ja, das ist gut. Ich habe nur mein Wort gemerkt. So, ja? Kann man unserem Putin treu sein? Pfui! Moment, komm mal her. Woher weißt du, dass wir Putin treu sind? Na klar, dass ihr Putin trolle. Ja, wie kommt denn das? Woher weißt du das? Weil wir kritisieren alles, was wir betrachten, alles. Wir sind Freidenker, mein Guter. Ja, du bist also Querdenker. Mit unter allen, ja? Mitunter auch nicht. Aber das überlasse ich jetzt mal deiner Fantasie. Du bist gut beim Lernen, du musst nur weitermachen. Du musst den Weg der Erkenntnis nicht verlassen. Ja, nicht den Weg der Erkenntnis verlassen. So, wo warst du jetzt gewesen? Das ist ein Härtetest.